Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge vom Supermarkt Simulator. Weiter geht das Abenteuer und die Reise. So, wir gucken mal ganz kurz. Müssen wir irgendwas nachbestellen? Ich glaube... Oh. Nein? So. Sonst... Oh, was liegt denn hier rum? Und vor allem, wo kommst du her? Und vor allem, warum ist da nur ein Ding drin? Ganz viele Fragen auf einmal. So, kriegen wir auch weg. Perfekt. Klack. Das Regal ist voll. Ja, gut. Das ist jetzt doof gelaufen, würde ich sagen. Was hast du denn da? Ja. Hinlegen ist aber auch nicht dein Fall, ne? Bleib lieber stehen, alles gut. Was hast du denn? Das Regal, die Regale sind voll. Was hast du denn da? Reis. Warte mal, da können wir dir aber helfen. Da können wir dir aber vielleicht helfen. Warte mal. Wenn ich den Reis finden würde, könnten wir ihn ja sogar rausholen. So, wir suchen mal den Reis. Dam, da, dam. Der Reis, der Reis. Der Reis. Ne, hier ist auf jeden Fall kein Reis drin. Da auch nicht. Hier auch nicht. Irgendwas war jetzt zu teuer, aber das ist mir egal. Wir lassen die Preise immer noch automatisch anpassen. Ich finde das eigentlich relativ cool. Von daher lassen wir das erstmal. Ich finde halt wirklich nicht den blöden Reis. Wo ist denn der hingekommen? Hä? Da. Okay, jetzt hast du den Reis doch weggebracht, oder was? Aber so viele Kunden... was liegt denn hier? Was liegt denn hier? Das war hier. Ey, die zwei hätte ich jetzt aber auch noch mitnehmen können. Die zwei hätte ich jetzt aber auch noch mitnehmen können. Kundschaft? Nein. Wasserflasche ist ihm zu teuer. Hör auf. Warum? Was kostet denn? 3,80? Hä? Ist doch alles in Ordnung. Ich weiß gar nicht, was du hast. Junge. So, liegen hier noch irgendwo Kisten rum? Das sieht nicht so aus. Wir haben Kundschaft und können kassieren. Einmal weg hier. Blub, 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 blub. Und 11,40. Tschüss. Schön. Oh. Da kommt noch jemand. So, tschüss. Schönen Tag noch. Hat jemand den Humus gekauft? Nein, leider nicht. Leider kein Humus. Für euch. So, wie sehen denn die Regale sonst aus? Honig ist ein bisschen Toastbrot. Wir könnten auf jeden Fall gleich mal Toastbrot schleppen. Toastbrot ist ein bisschen mager geworden. Ja, ich sehe jetzt auch gerade warum. Er hat einfach mal 3 Pakete gekauft. Ah, okay. Und irgendjemand hat Toastbrot gerade aufgefüllt. Okay, hat sich erledigt. Brauchen wir doch nichts zu machen. Honig wäre noch so ein Fall. So. Wir befüllen die Regale. So. Klack. Okay. Honig auch voll gemacht. Sehr gut. Humus. Ne, will immer noch keiner. Will immer noch keiner. Was kostet denn das nächste Produkt? Wir müssen mal ganz kurz gucken. Was kosten die nächsten Produkte? Also Refull funktioniert super. Weiterhin. Wir gucken mal ganz kurz. Verwaltung. Kostet 5600. Könnten wir also jetzt bald schon wieder machen. Cool. 19, upsala, 1960. Ja, ist jetzt zu teuer dann. Geh halt irgendwo anders einkaufen. Wir haben hier genug Kunden, die bei uns kaufen wollen. Wir sind auf dich nicht angewiesen. 180. So, wie sieht's aus, Humus? Immer noch... Ich wollte gerade losgehen. Hallo, was ist denn das? Was soll denn das? 40 Cent. So, tschüss jetzt. Jetzt aber. Also Humus ist immer noch nicht verkauft. Neue Produkte. Haben wir eigentlich noch neue Produkte Platz? Das Bier.
Okay, Entschuldigung. Oh. Hi. Grüß Gott. 47, natürlich. Okay. Du willst nichts von mir. Machen wir eben die Funzel an. Okay, also Platz im Lager wäre auf jeden Fall noch genug. Wir hätten hier nichts mehr, aber hier hätten da hinten noch zwei Regale. Also das wäre nicht das Problem. Zwei Regale hätten wir noch. Einstellung. Wir können... das dauert immer noch ein bisschen. Ein bisschen sehr viel. Aber... wir können die legendäre Lizenz gleich kaufen. Was holen wir denn? Bleichmittel? Reinige Geschirrspatze, bla bla bla. Schinken, Lasagne. Kaffee mit einem mittleren Rüstung. Ich glaube, ich kaufe das. Aber nicht jetzt, sondern später. Kann das sein, dass sich die Materialien oder die Produkte jetzt irgendwie so ein bisschen langsam... Katzenfutter, hier ist aber was Neues. Immer wieder nochmal... also immer wieder neue Produkte kommen nicht. Also es sind immer dieselben, aber haben halt andere Namen. So, Leute, ihr habt hier 3, 4 Kassen. Ihr steht an 3. Muss ich mich hier hinstellen, dass jemand zu mir kommt? Hi. Jo, gerne. Sehr schön. So, ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen. Vielleicht kommt dann auch ein oder zwei andere noch zu mir. Nö. Oh doch. Der kühlt einer. Hi. Schönen guten Tag. Einmal mit Karte. $81. Kauf Hummus. Nicht Eier, Hummus. Hm. Okay, Kasten sind aber jetzt ganz gut leer wieder geworden. Jetzt in der kurzen Zeit. So, 9 Uhr. Hi. 12,80 €. Muss mal ganz kurz sagen. Hi. Wir haben immer noch welche. Wir haben immer noch welche Rest. Schade. Da sind wieder 2 raus. Bist du jetzt leer? Nee, immer noch 2. Fuck. So. Dab, 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 dab. Na, Kollege. Du hast aber ganz komische Klamotten an, muss ich dir mal sagen. Hey. Irgendwie... sollten wir mal gucken, dass das... okay, der hat dieselben an. Hm. Naja. Oh, hi. Entschuldigung. Ich war mit meinem Kollegen am Reden, aber der wollte nicht mit mir reden. Also habe ich einfach Selbstgespräche gemacht. Mache ich es öfters. Von daher, es tut mir leid. So, okay. 121,50 €. Okay, da kommt nochmal eine große Bestellung. Da war Hummus bei. Okay, das war noch von vorher. Dip, 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 dip. Fruchtzwerge. Oh ja. Hätte ich auch mal wieder Bock drauf. So, Kollege. Ach so, du bist noch am Arbeiten. Entschuldigung. Okay, wie sieht's denn aus? Mayo. Oh, Mayo. Mayo wird jetzt ein bisschen schwierig, glaube ich. Weil da weiß ich jetzt wirklich nicht. Also Mayo... da bin ich raus. Wo ist denn hier Mayo versteckt? Also hier schon mal nicht. Habt ihr den Mayo aufgefüllt? Nein. Hä? Parmesan. Mayo. Oh. Das war viel auffüllen. Biong. Perfekt. Eine zu viel. Oh, dann wieder rein in der Mitte. So, was haben wir da unten? Die grünen Flaschen, die waren doch immer mal hier. Ne, sind es auch nicht mehr. Alles verbaut, alles weg. Ich finde hier nie mehr wieder was wieder. Das ist halt das Nachteil, wenn man den Kram jetzt automatisch sich liefern lässt. Ich glaube, das ist das da. Hat seine Vor- und Nachteile, ne? So, Kassenbereich ist leer. Kunden sind alle weg. Ja, 13 Leute, die sagen, es ist mir zu teuer. Aber das ist mir egal. So, Preise wurden angerechnet.
Das wurde automatisch auch gemacht. So, wir gehen mal ganz kurz. Erstmal gucken wir mal Refull. 2000. Es wird knapp. 2000, dann sind wir bei 7 irgendwas. Okay, das kaufen wir schon mal. So. Dann Verwaltung. Und Lizenzen. Ja, was machen wir denn jetzt für eine Lizenz? Nehmen wir die erste. Scheiß drauf. So, wir haben nichts, was übrig ist. Wir machen den Blödsinn hier auf. Und bestellen jetzt mal ganz kurz von jeder Sorte ein Stück. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Entschuldigung. Produkte. Wir gehen mal ganz nach unten. Was ist denn jetzt hier neu gekommen? Das. 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 Jenes, das da und das da und vielleicht noch das da. Okay, das wird... Okay, wir brauchen noch ein bisschen Geld. Money, money, money. Dam, dam, dam. Na komm schon. Wir brauchen doch nur ein bisschen. Okay, wir brauchen glaube ich ein bisschen mehr. Hoppala. Aber wir müssen ja noch neue Regale kaufen. Puderzucker. Warte mal, Puderzucker? Puderzucker, das habe ich eben gesehen, hundertprozentig. Das war aber da. Okay, alles gut. Aber das ist das nicht. Nein, das ist was anderes. Hey, was habe ich denn da jetzt mitgenommen? Oh, das war kein Puderzucker. Das ist Puderzucker. Lass mich mal durch. Okay. Der hat denselben Gedanken gehabt. Das ist gut. Bing. Natürlich. 12 Dollar. Tschö. Wie viel Geld brauchen wir denn? Wir bräuchten... Bitte was? 1000? Autsch. Ja, auf. Matrosen. Gibt Gas. Humus. Sehr gut. Die Kiste Humus ist endlich weg. Das ist doch sehr fein. Die Kiste Humus ist endlich weg. So, wie sieht's jetzt aus hier? Kriegen wir noch 1000 Dollar zusammen? Wir hatten Level Up. Dam, dam. So. Okay, 505 haben wir schon. Auf. Irgendwie ist heute der Laden sehr leer. Könnten schon 3, 4, 7 Kunden mehr sein. Tja. Läuft gerade nichts. Ich kann nichts machen. Auffüllen kann ich noch ein bisschen. Da. Süßigkeiten. Da sehe ich mich am meisten. Eine Tüte für mich, eine Tüte für die Kunden. Zwei Tüten für mich, eine Tüte für die Kunden. Und wir machen auf jeden Fall Minus. So sieht's aus. Oh, jetzt bleibt wieder eine übrig, oder was? Verfluchte Kacke. Die waren... Hä? Da. Entschuldigung. Erstmal suchen. Haben wir die 1000 immer noch nicht? Hi. 42, 60. Schönen Tag noch. So, komm. Ein Kunde noch. Ein guter Kunde. Und dann haben wir's. Da sind zwei gute Kunden. Okay. Dann können wir jetzt endlich bestellen, die Scheiße. So, kaufen. Okay, gucken wir mal. Das ist das Erste. Das war das Zeug. Haben wir denn irgendwo überhaupt noch ein bisschen Platz oder ist jetzt hier im Lager wirklich alles komplett zu? Im Lager ist alles komplett zu. Heißt also, den legen wir kurz dahin. Wir kassieren kurz ab. Wir bräuchten, muss ich gleich mal durchrechnen, 147. Also wir haben einmal... So, wir gucken mal.
Wir sortieren das mal ganz kurz. So. Die kommen da drauf. Die kommen da drauf. Die kommen dahin. Dann müsste das sein. Und okay, also wir bräuchten, das war dieselbe Größe wie das. Davon haben wir aktuell immer zwei Reihen, ne? Von denen haben wir immer zwei Reihen. Heißt also 1, 2, 3, 3. Dann 1, 2, 3. Also bräuchten wir 1, 2, 3, 4, 4, 4 von denen, also 4, 4, 4, 4 Regale. Und hier bräuchten wir einen, könnten wir noch machen. Dann bräuchten wir 1, 2, 3, 4, 5, 2. Komm, Moment. Mal gucken, ob ich das jetzt noch auf Reihe bekomme. 1, 2, 3. 3 und hier von 4, ne? Und hier von 4. Also 1400. Können wir auch schon direkt kaufen. Perfekto. Hi. Oh, Großbestellung hier. Sehr gut. So mag ich das. 235. Tschüss. Hi. Sind das kurz, die da eingesteckt hat? Oder was ist das? 60, 90. Noch einer? Nein. So. Das ist ein Lagerregal. Na toll. Jetzt, wo ich am Arbeiten bin, oder was? So, das kommt dahin. Ich weiß gar nicht, wie wollen die das denn mit dem Lager? Ach nee, das war Verkaufsregal. Wie wollen die das denn jetzt eigentlich dann weiter machen? Also, wie meine ich das jetzt? Unser Platz nimmt ja irgendwann ein Ende im Lager. Und aktuell sehe ich jetzt nicht, wie wir alle Rohstoffe oder alle Produkte, die wir so haben, Scheiße, dort reinbekommen. Muss ich dann nochmal in die Modkiste greifen oder was? Dass wir ein größeres Lager bekommen. Weil ich möchte schon gerne so weitermachen, wie ich jetzt gerade aktuell mache, weil ich finde das eigentlich ganz cool. Fragen über Fragen, ne? Die mir wieder keiner beantworten kann. Also nicht wirklich. Naja. So, hat man nicht mal gesagt, wir machen die Kleinen nach unten? Egal. So, hi. Dip, 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 dip. $0. Perfekt. Ja, ich komme gleich. So, okay. Den machen wir dann hier oben hin. 1, 2. Hi. Jupp. 60 Cent kriegst du wieder. Natürlich. Tschüss. So, die waren schon drin. Soweit ich weiß, genau. Die waren auch schon drin, soweit ich weiß. Die waren hier unten. Genau. Ich komme gleich. Die hatten wir noch nicht. Oh, die habe ich jetzt komplett eingeräumt, oder was? Ja, okay. Die habe ich einfach komplett eingeräumt. So, warte mal. Die bringen wir auch mal ganz kurz weg. Da und da. Ich kaste hier mal kurz ab. Oh, da ist dicke Party angesagt. Also bei der Auswahl, die sie gekauft hat, ist da richtig dicke fette Party. Okay. Ich würde es so machen. Klack. Dann 1, 2. Da muss ich nochmal überlegen, was wir damit machen. Okay, so viele Regale braucht man, glaube ich, gar nicht. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall die Regale alle stehen. So.
Aufmachen. Klack, 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 klack. Perfekt. Machen wir das auch weg. Ja, Regale. Genau, das ist ja nämlich jetzt das Problem. Weil irgendwann ist das Lager nämlich einfach voll. Und zwar jetzt. Und genau, ich kriege ja keine neuen Lagerflächen hinzu. Heißt also, einpacken. Na, kriegen wir das da hin? Das ist hin und wieder grün. Ich glaube nicht, oder? Nee. Also beim Kühlschrank hat das gut funktioniert. Nö. Den setzt er nicht. Schade. Gut, müssen wir es so hinsetzen. Keine Ahnung, was wir damit machen. So, der muss auf jeden Fall noch ins Regal rein. Wo haben wir das denn hingetan? Haben wir das überhaupt schon irgendwo hingetan? Nö. So. Und er muss noch ins Regal rein. Dann sind wir fertig. Nee, da. Und wir machen den Tagesabschluss. Hier sind auch keine mehr drin. Perfekt. Ach, closed. Mhm. Ja, können wir auch open lassen. Produkte nicht gefunden, bla bla bla. Haben wir alles gesehen. Neuer Tag, neues Glück. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und euch noch einen schönen Tag. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.